Die Trommel ertönt. Druide und Lagerleiter Gerhard Rott versammelt seine neuen Keltenstämme zum Appell um die Feuerstelle. Rund 100 Kinder und 20 Betreuer nehmen in diesem Jahr am Hüttenlager für Jungen oberhalb der Almusmühle bei Pfünz im Bistum Eichstätt teil. Veranstalter ist die katholische Jugendstelle Herrieden. Das Motto lautet diesmal: Die Kelten sind hier. Die Kelten waren ein Stamm, der auch hier gelebt hat. Wir haben gar nicht weit weg hier eine Keltenschanze. Die Kelten sind komplett unbekannt. Es gibt ganz wenig schriftliche Quellen und wenn, dann nur von den Römern über ihre Feinde aufgeschrieben. Und wir versuchen ein bisschen nachzuempfinden, wie das Leben in Natur für die Kelten vielleicht war. Denn das ist uns ganz wichtig. Wir wollen die Kinder ja nicht zu Geschichtsfachmännern machen, aber wir nehmen das Thema als Anlass, um ein bisschen hier das Leben in der Natur zu erleben und die Kinder auf diese wunderschöne Schöpfung Gottes hinzuführen. Echte Kelten brauchen natürlich ein Erkennungszeichen. Jeder Stamm gibt sich deshalb einen Namen und gestaltet sein eigenes Wappen. Bunt bemalt mit Äxten, Schwertern und Symbolen. Die einzelnen Segmente lassen sich anschließend zu einem großen Schild zusammenfügen. Dadurch lernen die Kinder, worauf es beim Hüttenlager ankommt. Um einfach auch ein wenig so dieser Gedanke, die einzelnen Stämme, die eigentlich für sich leben, ja, und für sich irgendwie auch zurechtkommen müssen, dann in einer Gemeinschaft, indem er diese ganzen neun verschiedenen Wappensegmente zusammenführt zu einer Gemeinschaft. Gemeinsames Anpacken ist auch beim Zimmern der Bänke um das Lagerfeuer gefragt. Schließlich waren die Kelten handwerklich geschickte Baumeister. Daneben können sich die Kinder auf Bastelworkshops, eine Keltenprüfung und ein Programm mitten in der Natur freuen. Wir leben hier in der Natur, wir haben keinen Strom, wir haben einen Sonnenkollektor, der ein bisschen Strom nur erzeugt für die Waschräume. Ansonsten müssen wir unser Holz selbst im Wald sammeln. Wir haben Bauholz uns liefern lassen, wir gehen im Wald, machen dort Geländespiele, wir machen eine Nachtwanderung. Wir werden versuchen, so viel wie möglich auch an der Altmühle unterwegs zu sein, vielleicht wenn das Wasser das zulässt, mit einer Bootstour, dass die Kinder einfach Natur erleben und wegkommen von diesem digitalen Handygebrauch. Bei der abendlichen Wanderung geht es zu verschiedenen interessanten Orten in der Umgebung. Eine Gruppe macht sich auf den Weg durch den Wald Richtung Pfünz. Auf einer Anhöhe steht dort ein wiedererrichtetes Römerkastell. Der sogenannte Limes, ein Grenzwall der römischen Legionen, zog sich mehrere Kilometer durch die Region. Hier können die Kinder Geschichte hautnah erleben. Die Römer, können wir jetzt sagen, als großer Gegenspieler der Kelten, ist natürlich in der Geschichte eng umwoben. Und da wir eigentlich genau jetzt hier eigentlich in dem Bereich leben, wo eben die Römer und die Kelten so aufeinander getroffen sind, um das einfach auch den Kindern ein bisschen so zu verdeutlichen, das war unsere Geschichte hier. Neben dem historischen Input können sich die Kinder beim Fußball oder Volleyball austoben. Das Hüttenlager kommt bei den Teilnehmern gut an. Am besten finde ich, dass wir viele Spiele und gut zusammenhalten. Ich habe das Thema Kelten bis jetzt noch nie gehört. Ich wusste nicht mal, dass es Kelten gibt. Auf jeden Fall finde ich es sonst sehr interessant, wie die auf jeden Fall gelebt haben und was die gemacht haben. Dass man halt einfach eine Gemeinschaft ist und dass man halt einfach mal ein bisschen ohne Eltern ist. Die Atmosphäre abends ist immer was Tolles. Und ja, ich weiß, ich freue mich jedes Jahr aufs Hüttenlager. Ich finde es halt schön, dass man Zeit mit seinen Freunden auch verbringt. Man lernt coole neue Leute kennen und es macht einfach Spaß. Auch im kommenden Jahr soll es wieder Hüttenlager für Jungen und Mädchen oberhalb der Almusmühle geben. Seinen Ausklang nimmt der Abend bei den Jungs in diesem Jahr natürlich am Lagerfeuer. Mit dem eigens gedichteten Hüttenlagersong heißt es zum letzten Mal für heute: Die Kelten sind hier.